Heyo und damit herzlich willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077 und mir dem Scherbenklang. Ja, bei dem letzten Mal waren wir hier und da in der Stadt unterwegs und haben an einigen Orten ein paar Verbrecher gejagt und ähnliches. Ich würde sagen, wir kehren mal zurück hier nach, wie hieß die Stadt hier? Santo Domingo heißt der Stadtteil hier. Denn hier ist eine ganze Reihe an Nebenmissionen. Zwei Stück und noch so ein Auftrag und ich denke, da gehen wir nochmal hin und fahren jetzt hier einmal zu dem NCPD-Überfall als erstes. Wir befinden uns hier gerade noch irgendwo am Kompeki Plaza. Nee, Kompeki Plaza hieß das Ding. Wie hieß das nochmal? Kabuki-Markt? Kabuki-Markt, genau so hieß er. Kompeki Plaza war was anderes. Da waren wir ganz am Anfang. Ich komme schon ganz durcheinander bei den ganzen Begriffen und Namen von irgendwelchen Plätzen und Orten und Stadtteilen. Ich habe hier endlich mein Schätzchen wieder, mein schönes Motorrad. War mein Lieblingsfahrzeug beim ersten Durchlauf von dem Spiel. Falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt in das Let's Play, ja, ich spiele eine Konzernerin. Eine weibliche Wie zu dem und wir sind so ein bisschen auf Nahkampf spezialisiert. Den Mantis Klingen hat auch eigentlich ursprünglich mal ein Katana mit. Aber das habe ich mittlerweile eingetauscht, damit ich ein bisschen mehr Feuerkraft habe. Aktuell haben wir eine sehr schöne Schrotflinte. Carnage, die sieht ein bisschen aus wie so eine Doom-Flinte. Eine Doom-Spielreihe. Die haut richtig rein. Hat auf jeden Fall Laune damit. Das werdet ihr dann wahrscheinlich gleich in Action sehen, sofern ich hier nicht gleich irgendwie ins Wasser falle. Was passiert denn eigentlich? Kann ich hier überhaupt so ins Wasser fallen? Das wäre ja irgendwie witzig. Aber was passiert mit dem Fahrzeug, wenn ich damit ins Wasser falle? Ich hatte so ein bisschen Lust, das auszuprobieren. Ich mache mir das nachher, wenn ich es nicht vergesse. So, noch ein Kilometer. Ist auch bald da. Oh, ich muss nach links. War ein bisschen knapp, aber ging noch. Wow. Ist ja irgendwo da oben. Ach, hier ist auch ein Überfall. Ganz ehrlich, dann können wir auch erst den noch mitnehmen, ne? Da gerade eh dran vorbeifahren. Ach, moin. Hallo Auto, wo kommst du denn her? Genau, das ist diese Schrotflinte. Wir können uns kurzzeitig unsichtbar machen. Natürlich richtig übel ist, wenn wir wollen. Ich würde sagen, den Herrn überarbeiten wir jetzt mal ein bisschen. Der wird jetzt mit Cyberpsychose infiziert. Ich hoffe, der guckt uns jetzt nicht an. Jetzt dreht er durch und greift seine Kumpels an. Wir klauen uns hier so lange mal das Geld. Sehr schön. Das erste und das dritte haben wir. 1400 Euro Dollar. Und Angriff. Oh, der ist schnell. Den kriegen wir so nicht. Da müssen wir vielleicht einmal kurz den Synapsen-Burnout nehmen. Oh, ist der schnell. Oh, Glück gehabt. Wurde davon erledigt. Komm, gib mir die Schrotflinte. Wo kommt der jetzt lang? Kommt in unsere Richtung. Wow. So, da vorne ist die letzte. Und die schießen da wieder daneben. Typisch. Schießt immer daneben. Eben, was ist das? Ich habe davon mal gehört. Hallo, Kollege. Oh, und die setzt scheinbar Thermalschaden frei. Heilen wir uns mal eben. Oh, hier ist was. Ach, nur legendäre Itemkomponenten.
noch was. Da liegen die ganzen Toten rum. Kann ich den mitnehmen? Jo, kann ich. Einfach mal ein bisschen auf wieder hier. Den können wir gar nicht. Den haben wir nämlich nicht getötet. Den hier können wir aber. Da liegt jetzt auch ein Gegenstand. Ob ich da noch irgendwie dran komme? Ich glaube, es ist ja gerade nicht so, ne? Oh, ne, ganz schwer. Ach nee, doch, geht. Ich hab's gerade gehabt. Baseballschläger ist das. Liegt noch was? Ach, hier bei dem Herrn. Blöpp. Da haben wir alles. Ist da oben noch irgendwo was drauf? Nee, ne? Könnte ja sein hier. So ein komisches Götterbild da oben. So, aufgeräumt haben wir auch soweit. Nicht alles, aber fast alles. Oh, da war noch ein Computer, den habe ich übersehen. Wieder ein paar E-Mails. Ihr seid gefeuert. Weil sie zu spät waren. So, weiter geht's. In dem Spiel ja so mega, ne? Gerade bei Radiowechselstrom. Also nicht alles davon, aber vieles. Das klingt alles ein bisschen nach Industrial, Cyber Industrial. Falls ihr da mal was euch anhören bzw. auch ansehen wollt, gebt mal einfach bei YouTube, nachdem ihr dieses Video zu Ende geguckt habt. Und Like, Kommentar und Kommentare da gelassen habt. Höhö und Abo. Industrial Dance ein. Bei YouTube. Und dann werdet ihr da sehr viele unterschiedliche Tanzvideos sehen. Ein paar ein bisschen schlechter, ein paar ein bisschen besser, aber ist schon ziemlich cool eigentlich. Das habe ich da jetzt ganz weggeschoben. Okay. Oh, der wirft eine Granate. Oh, die hätte mich auch richtig erwischt. Die konnte gut werfen, also die war... Aha, statt ein rotes Fass. Ah. Hab den nicht. Wo ist die Person? Im Auto? Unterm Auto? Wo ist sie? Irgendwo dort, keine Ahnung. Geh jetzt erstmal hier hin. Ach, im Auto. Ja, die haben wir auch erwischt. Ich glaube, ich nehme gleich wieder die Pistole oder so. Ich nehme nachher noch die Munition aus von der Schrotflinte, das wäre ein bisschen ärgerlich. Gerade falls ich nicht so leichte Gegner vor mir habe. Sixth Street mag ich eh nicht, die kommen auch alle weg. Ich habe einen Nice Drop. Weil die Tiger Claws müsste ich eigentlich auch knapp machen, ne? Jetzt habe ich gerade das Radio ausgemacht, aus Versehen. Aber gut, stört ja gerade niemanden. Ich glaube, da komme ich so nicht dran. Oh, ich glaube, der lebt sogar gerade noch. Ich bin jetzt überfahren und damit getötet. Sehen doch alle aus wie die letzten so paramilitärischen Billos irgendwie, ich weiß nicht. Sieht aus wie eine komische Hip-Hopperin. Also nicht im Sinne von einfach Hip-Hop, sondern einfach komischer Hip-Hop. Gibt ja auch guten. Muss ich ja auch als Ghostfake gestehen. Als Castro zum Beispiel. Fällt mir auch ganz gut. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist nichts mehr. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. Dann würde ich einmal schauen, wo wir denn da eigentlich hin wollten. Hier vorne ist die Nebenmission, die ist... Ach komm, dann... Obwohl, warte mal, da oben ist noch was auf dem Dach, ne? Da würde ich doch nochmal eben Feuer hoch
Und schauen, was ich da so finde. Ich bin nicht gerade die Beine breche. Was war das denn jetzt gerade? Gem klang Let's Fails. Ach, meinen Namen wieder alle Ehre hier. Kletter irgendwo lang und fall wieder runter. Yay. Einen obersten geschafft. Da unten muss ich jetzt runter. Ups. Weiter geht's. Lass mal Torop mal mit. Aber auch hier ist, glaube ich, gefühlt der Wendekreis größer geworden seit dem Update. Seit dem 1.5.2 Update, meine ich. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Laden. Da kann ich nicht durch. Das ist eine Schnellreise. Die haben wir jetzt eh so oder so freigeschaltet. Das hier scheint so ein Laden zu sein. Was kann ich dir bringen? Was Heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Spunky Monkey nehme ich jetzt einfach mal. Kein Kaffee. Ich nehme lieber ein Spunky Monkey. Alle mal herhören. Das ist ein Überfall. Mr. Ölfleck hinterm Tresen. Ja, du! Fresse zu und Hände schön hoch, dass ich sie sehen kann. Der Rest bleibt, wo er ist und bewegt sich keinen scheiß Zentimeter. Hier für Fritz Piepen. Da steht aber jemand gerne im Mittelpunkt. Welchen Teil von Fresse halten hast du nicht verstanden? Da will wohl jemand die Erste sein. Portemonnaie her, schön langsam. Du verwirrst mich, Kumpel. Wie soll ich die Hände in den Taschen und gleichzeitig oben haben? Entweder ich greife nach den Sternen oder nach meinem Geld. Entscheid dich mal. Glaubst du, deine Witzchen bringen dich hier raus? Weißt du, wer immer zuerst drauf geht? Portemonnaie her. Sofort. Der geht drauf. Wie kommt's eigentlich, dass du noch lebst? Solltest du nicht das Maul halten? Du hast keine Ahnung, mit wem du's zu tun hast, ha? Ich kannte solche wie euch. Alle tot. Weil keiner von denen wusste, wie ich drauf bin. Netter Versuch, aber du bluffst. Willst mich verarschen? Ich hab schon mit Maelstrom und Arasaka getanzt. Ficker wie euch vernasche ich zum Frühstück. Ihr sterbt, ehe ihr auch nur den Abzug gedrückt habt. Fuck! Lass uns abhauen! Seit Jahren hatte ich keinen Überfall und jetzt das? Wo ist die Sixth Street, wenn man sie braucht? Gott sei Dank warst du hier. Bestell, was du willst. Geht aufs Haus. Cool. Ich nehme einen Drink. Was kann ich dir bringen? Was Heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Was sonst nicht alles andrehen will. Also erstmal kannst du eine ganze Sache von mir hier nehmen. Hat ja gar kein Geld hier. Kostenlos. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Cola, Obst. Hier nochmal eine schöne Nicola. Ist jetzt alles kostenlos? Echt jetzt? Verschenkt uns das alles? Wie geil ist das denn? Ganzer Laden leer. Ja, da reicht man den kleinen Leuten den kleinen Finger. Die reißen dir die ganze Hand ab. Cola Korn nehmen wir auch noch. Komisches irgendwas Fleisch nehmen wir auch noch. Oder mit diesem komischen Kiefer drauf. Was ist das da immer? Wasser gibt es auch. Es gibt hier tatsächlich Wasser. Keine Schimonaden. So, Junge, jetzt hast du keinerlei Geld mehr. Und hast keinerlei Waren mehr. Das heißt, du bist jetzt eigentlich gearscht. Ich hab den jetzt eigentlich gerade ruiniert. Jetzt aber eine sehr einfache Mission. Ist da Gastanks? Sieht ein bisschen so aus, ne? Leute von Sixth Street. Cinnamon. Lil Jablowski? Oder wie hieß die Person da gerade? Ich speichere nochmal eben. Gehen wir mal eben rüber. El Capitan! Ich hab was für dich. Meinem Kunden wurde massig Betasäure geklaut. Du fragst dich, was das ist?
Keine Ahnung, aber sie ist ein Haufen Eddies wert und der Kunde will sie zurück. Das übernimmst du. Halt die Waffe bereit, okay? Infos anbei. Okay. Okay, wir sollen also jetzt irgendwie hier diesen Behälter suchen. Aber das ist ja, glaube ich, nochmal was anderes als das, was wir hier gerade bekommen haben. Ne? Das ist so eine andere Mission, dieses Snarman. Wie im Gebäude, das ist das mit der Betasäure. Meine ich jedenfalls. Was steht da? Achso. Looters werden erschossen, also Plünderer werden erschossen. Hier ist nichts weiter. Steht ein Fuzzi. Ja, eine Frau. Entschuldigung? Oh, sorry. War gerade woanders. Willkommen im Do-Drop-In, wo jeder Tag mit einem Lächeln beginnt. Ziemlich ruhiger Laden hier. Entspannt. Findest du? Das verdanken wir sicher Sixth Street. Wenn irgendjemand unsere Gäste belästigt, sorgen die für Ruhe. Oh, shit. Du bist kein Bulle, oder? Ganz im Gegenteil. Okay, gut. Ich soll nämlich nicht mit Bullen reden. Ich wollte mich hier mit wem treffen. Booker Updike. Okay. Und? Ist er hier? Weiß nicht. Ich bin nur die Vertretung für meine beste Freundin. Die ist krank. Krieg ich spontan noch ein Zimmer? Moment, ich guck mal. Ein Zimmer im Erdgeschoss wäre frei. Ist das okay? Ja. Das nehme ich. 50 Euro Dollar ist auch ganz schön günstig. Nova, das ist Zimmer 106. Nova. Moment, ich muss doch das hier vorlesen. Do Drop In übernimmt keinerlei Verantwortung für Sachbeschädigung oder die Gesundheit der Gäste. Wir behalten uns vor, Gäste, falls notwendig, des Gebäudes zu verweisen. Schönen Aufenthalt. Danke. Fühl mich wie zu Hause. Okay. Ja, klingt sehr spannend, das Ganze. So, das Geld haben wir gleich wieder drin. Haben wir sogar mehr als drin. Mehr als das 20-fache. Kann ich diese Tür öffnen? Nee, tatsächlich nicht. Hier kann ich öffnen. Was? Das war's mit der Pause. Ja, schon. Habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass da jemand ist. Schalte ich mal eben aus hier. So, nicht tödlicher Takedown. Kann ich den hier irgendwo verstecken? Nee, ne? Nee, da kann ich ihn auch nicht verstecken, ist ja blöd. Liegt auf jeden Fall sehr viel Zeug drin. Oh, Zugangsschip für Gäste. Das könnte nützlich sein. Level up. Flackert das Bild denn so? Das ist komisch. Ich hatte nämlich vorhin ein Update von der Nvidia-Grafikkarte und seitdem scheinen so ein paar Sachen hier ein bisschen zu flackern. Ich hoffe, das nervt nicht allzu sehr in der Aufnahme. Ich sehe mich gerade schon bei No Man's Sky, was ich einmal kurz eingeworfen habe. Bisschen merkwürdig, aber naja. Wir haben schon eine Lösung für finden. Warum kann ich jetzt schon wieder nicht mehr rennen? Jetzt. Hier war ich schon drin vorhin, dann müssen wir jetzt hier hin. Die ist verschlossen, die auch. Die könnten wir theoretisch knacken.
Ach, moin. Hey, arbeitest du hier? Ja, was macht er da wohl? Ich genieße nur die tolle Aussicht. Ich habe nett gefragt, aber ich kann auch ganz anders. Okay, schon gut. Reg dich ab, okay? Ja, ich bin so eine Art Hausmeister hier. Klempner, Elektriker, alles Mögliche. Ich suche einen Kumpel, Booker Updike. Moment, so ein großer Weiser? Will immer seine Ruhe haben? Kann sein, hab ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wieso will er seine Ruhe haben? Naja, der hat sich in seinem Zimmer eingesperrt. Kommt nie raus, nicht mal für einen Kaffee morgens. Aber hey, der Kunde ist König, oder? Wenn er nicht gestört werden will, stören wir ihn auch nicht. Schließ mir sein Zimmer auf. Stimmt was nicht. Schließ mir sein Zimmer auf. Ich hab doch gerade gesagt, dass wir Privatsphäre hier ernst nehmen. Der wird schon rauskommen. Ihr nehmt Privatsphäre ernst, ha? Wie viel zahlt man dafür so? So viel? Oder etwas mehr? Ein bisschen mehr. Hier, jetzt schließ auf. Und zwar schnell. Na gut, komm mit. Aber sei leise, okay? Hat er nicht gerade gesagt, noch ein bisschen mehr? Wir haben jetzt nur 1000 Euro Dollar gegeben. Du hast mich nie gesehen, klar? Okay. Oh, was für ein Saustall. Sogar schlimmer als deine Bude. Oh. Haha. Ja, definitiv schlimmer als meine. Erstickt, würde ich sagen. Wahrscheinlich im Schlaf. Ein gewaltfreier Tod in dieser Stadt? Dann wäre er ein Glückspilz. Okay, also der ist scheinbar irgendwas erstickt. Da haben wir Alkohol rumliegen. Boah, ich muss kotzen. Riechst du das? Die Belüftung. Dämpfe aus dem Raum oben drüber. Moment mal, ist das nicht... Oh, Neoamphetamine. Willst du mir echt verklickern, du könntest Drogen so leicht erschnuppern? Wie ein Polizeihund? Polizeihund? Nein. Wie ein Sommelier. Ah ja. Lass uns oben mal nachsehen. Denke, unser Ripper hebt seine Vorräte da auf. Irgendwo bei einem Entlüftungsschlitz. Okay, da können wir nicht durch. Könnten wir öffnen. Hier hätten wir auch rausgekonnt oder reingekonnt, je nachdem. Da steht nichts weiter. Okay, die Lüftung ist defekt und irgendwas läuft da runter. Okay. Schaue ich jetzt erstmal weiter. Ich glaube, der Raum ist auch zu, ne? Der Raum ist auch zu. Der Raum wäre noch offen. Hat dich jemand eingeladen? Verpiss dich! Okay, irgendwelche komischen Leute hier. Und da kommt nicht viel. War auch zu. Jetzt können wir, glaube ich, hier nochmal was versuchen. Das war unser Zimmer, ne? Hier ist auch tatsächlich nichts. Oh doch, was ist das hier? Achso, das ist die Bank draußen, wo wir uns hinsetzen sollen für eine andere Mission. Was steht das denn hier da? Ist das ein Aquarium? Tatsächlich aber keinerlei Tiere drin. Das ist ein bisschen komisch. Also, man wird sich doch kein Aquarium einfach nur mit Pflanzen irgendwie ins Zimmer stellen, oder? Eigentlich ein bisschen komisch. Okay, hier können wir scheinbar leider nichts machen. Da geht's nach oben. Hier ist uns auch nichts weiter. Das können wir jetzt einfach mal aufmachen. Okay.
Okay, schade, das oberste habe ich nicht mehr hingekriegt. Ja, hier geht's auch einfach nach draußen. Hier sind ein paar Waschmaschinen, Waschmittel etc. Dann geht's jetzt wohl nach oben. Unser Kollege sitzt da wieder. Wie heißt der eigentlich? Einfach nur Techie. Okay. Da könnte man rein, aber wir können es nicht, weil wir nicht ich genug sind. Die Tür können wir leider auch nicht aufbrechen. Die Tür ist auch zu. Die Tür ist auch zu. Die können wir auch alle nicht aufbrechen. Die wäre offen. Zu. Zu. Ist ja schon einfach nur der genau, Notausgang. Ist Techno? Was steht da? Die Tengu. Die Tür ist auch zu. Also Zimmer 208 und 206 sind offen. Wir haben noch eine Stunde hier, oder? Ja, ja, ich störe euch nicht. Alles gut. Ich warte auf jemanden. Bitte geh einfach. Caroline. Ja, sieht sehr eindeutig aus, worauf sie wartet. Okay, hier kann ich leider nicht durch. Und hier? Was machen die denn da? Filmt ihn, wie er da so komisch guckt oder was? Da soll das hier so Richtung Sadomaso gehen, was ist das? Er so eine komische Maske auf hat. Stroh liegt hier allerdings nicht. Ah, da kommen wir jetzt ja gar nicht weiter. Ist ja blöd. Müsste theoretisch in welches Zimmer? Oder habe ich da irgendwas vergessen zu scannen oder so? Nee. War ich da jetzt schon drin? Ah ne, hier war ich noch nicht. Da ist irgend so ein Dude, der da irgendwo spielt, zockt. Was sind das hier für Dinger? Das sind so Stände, wo man irgendwas dran befestigen kann, okay. Jetzt bin ich hier. Ach, guck mal. Und jetzt hier von Balkon zu Balkon. Ach, warte, jetzt gibt es hier keine. Ah, schade. Das ist auch zu, das ist auch zu. Das wäre offen. Oh, das sind Leute. Auf jeden Fall sehr viel Sprengstoff. Ausgeschaltet. Auch schnell ausschalten. Wenn die jetzt nämlich hier anfangen zu schießen, fliegt uns hier gleich alles in die Luft. Ich glaube, das war's. Da wäre die Betasäure drin, die wollen wir uns, wenn dann gleich. Da oben? Lautsprecher? Achso, der Kasten, der da unten ist. Ich dachte, da wär noch irgendwie was. Ja, mehr ist hier auch tatsächlich nicht. Was für ein Gerät? Kühlschrank. Der funkt dann einfach, okay. Okay, das ist einfach so ein. Heißen so. Staubsauger. Das könnte ich jetzt hier so öffnen. Okay. So eine Grenzschutzweste und ein bisschen Geld drin. Dann haben wir ja alles. Oder? Haben wir doch nicht alles.
ich doch nochmal hoch. Das Gefühl, da kam jetzt nichts weiter. So, jetzt ist die Tür wieder verschlossen. Nee, sie ist nicht wieder verschlossen. Aber weitere Hinweise oder so sind ja jetzt ja auch nicht, ne? Habe ich die Mission doch jetzt eigentlich fertig oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Aber jetzt aber irgendwie keine Bestätigung. Das war irgendwie gerade ein bisschen komisch. Auf die Mission Cinnamon habe ich jetzt gerade keine Lust in weiser Voraussicht, weil ich nämlich weiß, dass die relativ lang ist. Können wir sonst beim nächsten Mal mal gehen. Bin ich irgendwo durch? Ja, tatsächlich. Das war's jetzt schon, oder wie? Also gut, ich habe jetzt ja die Betasäure wieder da, aber kriege ich auch keinen Anruf und nix. Muss ich den nicht irgendwo hinbringen? Dann habe ich hier gerade irgendeine Art Bug oder so. Ich vermisse jetzt gerade irgendwie so ein bisschen die Bestätigung, dass ich die Mission auch erfolgreich abgeschlossen habe. So, da durch. Komm ich denn da irgendwo hin? Weit vom Schuss hier. Hier da vorne soll was sein. Ich nehme jetzt mal nur wieder die Pistole. Hier, da ist so ein dicker Typ mit so einer fetten Knarre. Die machen wir mal eben zum Psycho. Das war knapp. So, die drehen jetzt alle durch. Was stimmt nicht mit dir, Zu? Alter, da hab ich doch gesehen, verdammt. Kann ich den jetzt nicht hacken? So komisch. Scheiße! Bin nicht der Einzige, der durchdreht! Was stimmt nicht mit dir, Zu? Jetzt ist er da durchgerannt. Okay, den treffe ich so nicht. Okay, vielleicht war das doch keine gute Idee mit der Pistole. Nee, ich glaube, das war keine gute Idee. Oh. Mal heilen. Dann gehe ich doch nochmal mit der Schrotflinte rein. Ja, macht sonst so keinen Sinn, glaube ich. Ah, verdammt. Selbst mit der Schrotflinte daneben schieße, ne? Na? Komm. Das war nicht genug Schaden. So. Erstmal nachladen hier, das dauert auch mal so lange. Hier hat auch noch 5 Schuss. Kann noch die Mantis klingen. Ja, haben wir dich. Moin. Ich habe so das Gefühl, dass ich am liebsten die Pistole wechseln würde gegen Scharfschützengewehr. Bräuchten wir aber erstmal ein gutes. Die wir bisher hatten, die waren irgendwie ziemlich schwach immer.
Obwohl dieses eine Gewehr sehr gut gefallen hat von der Mechanik her. Hat auch so einen mega krassen Wumms. Wie hieß das mal? SDK? Ich glaube SDK hieß das. 22 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müsste ich sonst mal nachgucken. Mal heilen. Ist doch bestimmt noch irgendwo was drin versteckt, oder? Hä? Was ist das? Ach so, einfach nur eine Lampe. So Baustrahler oder sowas in der Art. Na, guck mal, da liegt noch was drin. Ich würde sagen, hier ist doch bestimmt irgendwie was mit Behältern. Beziehungsweise Containern. Und da ist nix. Hier ist auch nix. Das ist doch schon alles. Sieht so aus gerade. Dann ist da unten auch weiter schon die nächste Mission. Also wirklich alle 200 Meter im Büschel hat man hier irgendwo ein Verbrechen. Ganz schön krass, ey. Was ist denn hier los? Hat da gerade was? Ne, ich hab nur verguckt. Kann ich da hoch? Nee, ne? Schade. Aber da kann ich bestimmt irgendwie hoch, oder? Auch nicht, dann gehe ich hier hin. Ich dachte doch, das geht. Jetzt nehmen wir mal wieder dieses fette Gewehr hier. Was ist denn hier los? Da ist eine ganze Bagage an Leuten. Nein, der hat eine Schrotflinte, das ist ein bisschen langweilig irgendwie. Da kommt mal hier mit dem Mantis klingen hier. Dem hau ich dafür ein Burnout rein. Kriegt einen Kurzschluss. Dann haben wir, glaube ich, auch schon alle. Du stirbst! Da ist noch einer. Kurz und schmerzvoll. Das haben wir dann auch schon. Meine fette Knarre. Knarre meine ich. Wie denn jetzt her? Wo auch immer die jetzt herkam. Können wir uns mal ein bisschen Geld stibitzen? Ganzen 7a hier. Wohl doch. Da und dann 55. Das hat hingehauen. Zwar nicht so viel Zeug bekommen, aber immerhin. Oh, der kacke Därme oder was liegt da rum? Was haben wir hier vorne noch? Da liegt auch noch Loot. Wer looten will, der muss bluten. Könnte so ein Spruch sein für so einen brutalen Shooter, so ein bisschen. Ist ja total bescheuert, aber passt schon so. Oh, diese Türen liebe ich ja. Diese Schiebetüren. Weiß nicht, warum nicht jedes Auto solche Schiebetüren hat. Das ist so ein Quatsch. Was ist das überhaupt für eine Karre hier? Was ist das für eine Marke? Ein Mitsutani. Der sieht stylisch aus, aber irgendwie ist der auch hässlich. Und ich frage mich gerade, ob das hier ein kleiner Geschützturm ist. Rein theoretisch ja, ne? Sieht jedenfalls so aus von der Konstruktion. Das war's jetzt hier schon. Das ist ja doch ein bisschen weniger als erwartet tatsächlich. Dass nur 4-5 Mannequins waren. Ah, da unten ist noch ein Essens, ist das hier ein Restaurant? Ein Imbiss. Können wir auch nochmal hingehen. Ob der auch irgendwelche Probleme hat mit irgendwelchen Gangs oder so, irgendwelchen Überfällen.
Oder ist das der gleiche von vorhin? Nee, ne? Die Hose ratscht auch so aneinander. Ihr hört das gerade richtig. Ist ja urig. Hier ist der gleiche Laden, ne? Dann halt nächstes Jahr. Ja, klar. Tatsächlich der gleiche Laden. Da waren wir ja gerade schon drin. Und wir haben noch einen Ripper, doch. Dann gehen wir doch mal zu dem. Den kenne ich noch gar nicht. Gut, nicht, dass wir da schon waren. Ah ja, da macht sich deine Frau klar. Coole Augen. Die haben für Tattoos dort. Stellt euch das mal vor, ihr seid so, irgendwo sitzt ihr in so einer Ecke. Holt euch da ein Hausecken-Katar. Kommt da so eine komische Person zu euch, glotzt euch so an. Ach ja, du hast ja hübsche Tattoos und so. Doch überhaupt nicht weird oder so. Nee, für eine Kette um. Ich bin noch nicht. Was willst du? Ach, na, Totenkopf. Ah ja, der geht auch gleich schon zur Sache hier. Ich geh da mal. Stör euch mal nicht weiter. Ja, und der nächste Schnellreisepunkt hier. Stehen die denn da wie Zombies? Geht's euch gut? Ist okay. Die sehen aus wie die letzten Zombies. Ja, hier ist wohl so eine Art Restaurant. Ich weiß nicht. Ich will das einfach nicht. Ja, ich weiß, dafür gibt es keinen Grund. Jeder macht das. Ich weiß. Aber es fühlt sich so falsch an, ein Stück von sich rausschneiden zu lassen. Warum bin ich der Einzige, der das komisch findet? Das Auge rauszureißen und ein Stück Metall reinzuschieben. Hey, lassen wir das. Vielleicht bin ich bescheuert. Vielleicht ist die Welt bescheuert. Würde ich ja gerne. Aber ich kann einfach nicht. Ich muss es nur für die Arbeit. Jetzt sind wir skeptisch bezüglich der Augmentierungen. Wie kann ich dir helfen? Mein Kollege. Also erstmal schauen wir, was wir jetzt hier alles gesammelt haben. Einmal ein richtig hässlicher Helm. Einmal eine richtig hässliche Kappe. Ein weiterer hässlicher Helm. Okay. Also Kopfbedeckungen in diesem Spiel und ich werden keine Freunde mehr. Was ist das denn da? Scheiße, kann ich nicht nochmal anziehen, schon mal zum Anprobieren. Einfach gerne mal wissen, wie das aussieht. Die Brille sieht auch komisch aus, die geht gar nicht. Schönere Hose haben wir leider auch nicht. Stiefel auch nichts. Wie sieht das denn bei den Waffen aus? Wir haben jetzt hier gerade eine Pistole. Ja klar, so ein Revolver ist heftiger, ne? Maschinengewehr oder so haben wir jetzt gerade gar nicht so viele, ne? Aber wenn, dann sind die alle sehr schwach, okay. Du siehst jung aus für einen Rapper, Doc. Ist das ein Problem? Kommt drauf an. Wenn du genug Erfahrung hast, dann nicht. Habe 10 Jahre bei Moore Technologies im Labor gearbeitet, wenn dich das beruhigt. Aha. Und warum hast du bei Moore Tech aufgehört? Die bezahlen ihre Ingenieure doch bestimmt fett. Hab viel verdient, ja. Aber nicht viel geschlafen. Wie du vielleicht weißt, ist Moore auf Tiefengewebeintegration spezialisiert. Titanschädel, neue Wirbelsäulen. Ist schwierige Arbeit. Es kostet Zeit, bis ein neues Implantat brauchbar und verlässlich ist. Zeit und Leben. Okay. Haben wir was zum Leveln? Jo, haben wir. Würde ich sagen, machen wir das mal hier wenig höher. Gehen wir jetzt mal hier auf Reflexe auf 14. Und wir haben ja noch 2 Punkte frei. Quickhacks würde ich, glaube ich, gerade gar nicht so drauf gehen. Level 10 hätten wir hier schon, da hätten wir Level 1. Also das heißt auch durchaus, dass wir eigentlich mehr mit Vernichtung arbeiten, aber das ist alles irgendwie so Schrotflintenzeug. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend für mich tatsächlich. Das mit den Klingen,
Ich weiß ja nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das war vielleicht eine Fehlentscheidung. Wir könnten uns natürlich für 11.000 Punkte das ganze Zeug zurückholen und das alles nochmal neu machen. Bin ich aber gerade noch irgendwie so ein bisschen überfragt. Hätte ich doch was anderes skillen sollen. Stattdessen irgendwie technische Fähigkeiten oder so. Coolness ist auch irgendwie so wieder so langweilig in Anführungsstrichen. Ich glaube, ich habe mit Reflex einfach das Falsche gelevelt. Deswegen bin ich da so ein bisschen unzufrieden mit. Ja, komm, dann schalten wir hier die Sachen frei. So. Gut, dann würde ich sagen, für heute haben wir es erstmal. Dann schauen wir hier das nächste Mal beim Ripper Dog vorbei, was der so hat und was der so braucht und was wir da vielleicht auch noch gut verkaufen können. Vielleicht hat er noch ein paar coole Implantate für uns. Sag ich schon mal ciao, bis dahin und macht's gut. Abonnieren nicht vergessen und liken, kommentieren. Ciao.